Eine große Zukunft wird dem Burschen hier hinter mir vorhergesagt. Nimrod kommt aus einer bekannten Familie. Seine Schwester ist keine geringere als die große Nightflower. Und wie es um ihn bestellt ist, gerade kurz knapp mit einer Nasenlänge geschlagen, zweite, das fragen wir jetzt mal den Trainer Peter Schürgen. Nimrod haben wir gesehen, so knapp geschlagen, zweiter. Was überwiegt, der Ärger oder doch das Glück, dass der so gut gelaufen ist? Nein, er ist ja gut gelaufen. Der Ärger war nicht so. Er ist Start-Zielball gegangen und das kostet natürlich auch viel Kraft, aber was gut war, dass er nochmal angepackt hat, er war klar passiert und man dachte ja noch, dass er gewinnen kann und er war jetzt noch knapp geschlagen. Er ist ein junges Pferd und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Baden-Baden war schon sehr vielversprechend heute. Vielleicht hätte sie noch einen kleinen Tick mehr erwartet oder war alles so in Ordnung, auch der Rennverlauf von vorne gelaufen? Ja, keine Kritik am Jockey. Also der Rennverlauf war schon in Ordnung, weil es wollte ja keiner vorne gehen. Niemand war sehr fleißig, er hat das von vorne eingeteilt und zum Schluss wurde eigentlich so mehr überrascht. Aber sah man ja, dass er sich nicht geschlagen gegeben hat. Er packte nochmal an und ich denke, dass wir nächstes Jahr ein gutes Pferd haben. Kommt ja aus einer bekannten Familie. Alle Augen waren auch heute auf Nimrod gerichtet, weil Nightflower nun mal seine große Schwester ist. Was für einen Mumm haben Sie auf das Pferd im nächsten Jahr? Er hat ja, glaube ich, noch eine Nennung in 2 Wochen, was sehr knapp wäre. Wie tendieren Sie? Wird er nochmal laufen? Ja gut, man muss ja sehen, wie das Rennen verkraftet. Ob er dieses Jahr nochmal laufen wird, das hängt jetzt ab, wie die Verfassung ist. Und ob wir im großen Rennen laufen oder wahrscheinlich werden wir es da einmal einfach machen, im Sieglosen, dass er dieses Jahr sieglos nicht bleibt und dass wir nächstes Jahr die besseren Rennen laufen mit ihm. Das heißt, die Ziele fürs nächste Jahr sind groß. Er ist ja sogar favorisiert fürs Derby, ne? Ja, ich denke, heute wird er nicht mehr favorisiert sein fürs Derby, aber ich denke, man soll nicht aufgeben mit ihm. Das heißt, über den Winter hart arbeiten und dann sehen wir einen noch verbesserten Nimrod im nächsten Jahr. Ja, das möchte ich gerne machen. Dann gucken wir, fällen nur die Augen auf. Dankeschön und alles Gute für Nimrod in der Zukunft.